Der 4. September 2021 wird vielen Damswegern noch lange in Erinnerung bleiben. Denn nach nur 9-monatiger Bauzeit wurde das Haus der Einsatzorganisationen feierlich eingeweiht. Aber es war nicht immer leicht, alles nach Plan umzusetzen. Die große Herausforderung war in der Zeit, dass wir aussiedeln haben müssen. Wir haben ein professorisches Zelt erstellen müssen, weil das Wichtigste bei so einer Sache ist immer, dass du einsatzbereit bleibst. Die Einsatzbereitschaft für die ganze Bevölkerung muss gegeben sein. Jetzt war es so, dass wir in ein professorisches Zelt umgezogen sind. Die Bergrettung hat ausquartiert werden müssen. Und der ganze Bau ist nachher losgegangen, 2020 im Februar. Erschwerend zu der Situation ist natürlich noch einmal Covid dazugekommen. Das war während der Bauphase im März, ist da losgegangen, dann ist überhaupt mal der Bau stillgestanden. Und einerseits hat man auch ein bisschen einen Zeitdruck gehabt, dass wir bis Ende des Jahres fertig werden und wir unser Haus wieder beziehen können. Eine zeitgemäße Wirkungsstätte erhält nicht nur die Feuerwehr. Sie ist eine der größten Feuerwehren im Bundesland, sondern auch die Bergrettung. Stolz und glücklich, dass wir das neue Gebäude, die Einsätze werden ja schon seit dem Winter abgewickelt, aber dass wir dieses neue Gebäude heute einweichen können in der jetzigen Zeit, ist das gar nicht selbstverständlich. Wir haben ein bisschen einschränken müssen mit unseren Nachbarortstehen. Es sind leider heute nicht alle dabei, aber wir freuen uns, dass wir es einweichen können und auch würdig. Und das sieht auch auf unsere Besucher. Also das ist die Unterstützung, die wir brauchen. Über ein eigenes Quartier freut sich nun auch die Höhlenrettung. Ja, der Raum ist ganz was Besonderes für uns auch. Wir können uns jetzt da treffen, wir können Schulungen machen, wir können uns da die Einsatz können wir vorbesprechen, wenn ein Einsatz stattfindet. Und was ganz wichtig ist auch, wenn wir so einen Raum heran in Lungen haben, wir können viel leichter noch einen Nachwuchs zu überziegeln. Jugend sieht das und kommt vielleicht noch leichter zu uns dazu. Von jung bis jung geblieben, das Interesse am Einsatzkräftehaus war groß. Also es liegt irgendwie in der Familie, weil Papa, Onkel alle bei der Feuerwehr sind und meine Schwestern waren auch da. Und jetzt wollten wir uns das anschauen, wie das jetzt aus der Neue ausschaut. Ich bin selber fast 50 Jahre bei der Feuerwehr und ist mir natürlich interessiert, was die Nachbarn auch so haben. Was ist für Sie persönlich die Wichtigkeit an der Feuerwehr? Ja, das ist der Leitspruch, einmal retten, bergen, löschen. Nicht? Das ist, und da gibt es, glaube ich, nichts zum dazu tun oder zum Weglosen. Ne? Lobende Worte gab es für Bürgermeister Georg Gappmeier beim Festakt. Seiner Beharrlichkeit und Ausdauer sei es zu verdanken, dass dieses Gebäude errichtet wurde. Es ist eine Einrichtung für den gesamten Bezirk, eine Investition für die Menschen in der Region und bei Bedarf, das hat man ja auch schon mitgekriegt, wenn sie außerhalb der Region die Hilfe brauchen, dann können sie auch bei so einer starken Einsatzorganisation, wie wir es im Lungau haben, auch zugreifen. Sie waren in Griechenland, sie waren in Pinzgau, sie waren in Bongau und wenn die Menschen, die sich so einsetzen für andere, eine gute Bleibe haben, das wünschen wir uns vom Land und auch von der Gemeinde natürlich. Das sind die Bausteine der Sicherheit für unseren Bezirk Lungau und ich kann nur seitens des Bezirkes wirklich meinen Dank aussprechen an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Einsatzorganisationen und den vielen geleisteten Stunden sozusagen, die ja auch in der Freizeit absolviert werden und wir sind natürlich sehr froh im Lungau so hervorragend aufgestellt zu sein. Wie sind eigentlich die Kosten aufgeteilt worden von diesem Bau? Also Gesamtkosten haben wir von ca. 5,4 Millionen Euro, ca. die Hälfte sind Förderung. Dann Bergrettung, Höhlenrettung ist ein gemeinsames Projekt für die 8 Gemeinden, also Rammingstein, Damsweg, Görriach, Lessach, St. André, Unternberg, St. Margareten und Tammertal sind da dabei. Da haben wir zusammengeholfen und den Rest, ca. 2,5 Millionen, hat die Marktgemeinde Damsweg gemacht. Für Menschen in Not da zu sein, ist oberstes Gebot der ehrenamtlichen Einsatzkräfte. Mögen Sie von Ihren Einsätzen immer wieder gut nach Hause zurückkehren.